Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute werden wir über die häufigsten Fehler bei der Installation von Windows 11 sprechen. Wir werden besprechen, welche Fehler auftreten, warum sie auftreten und wie sie behoben werden können. Bei der Installation eines Betriebssystems treten alle möglichen Fehler auf und es gibt viele Varianten. Konzentrieren wir uns also auf die häufigsten und relevantesten Fehler speziell für Windows 11. Es gibt viele Gründe, warum Sie bei der Installation von Windows alle Fehlermeldungen erhalten, aber häufige Fehler lassen sich mit einigen Maßnahmen selbst beheben. Vergewissern Sie sich jedoch zunächst, dass Ihr Computer die Voraussetzungen für die Installation von Windows 11 erfüllt, da PK-Kompatibilitätsfehler die häufigsten sind. Das Betriebssystem erfordert offiziell Intel-Prozessoren der 18. Generation oder neuer, 4 GB RAM, 64 GB Speicherplatz, TPM, 2.0 ÖFI und Secure Boot. Aber wir haben bereits ein ausführliches Video, wie man das Betriebssystem ohne TPM und Secure Boot installiert. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten Internet-Browser-Verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen. Rufen Sie den Link in der Beschreibung auf, laden Sie das benötigte Programm kostenlos herunter und installieren Sie es und führen Sie dann eine Festplattenanalyse durch. Die Dienstprogramme zeigen die zur Wiederherstellung verfügbaren Daten an, sodass Sie diese anzeigen und abrufen können. Auf unserem Kanal und Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem von der Installation des Systems über die Konfiguration und Behebung von auftreffenden Problemen und Fehlern bis hin zur Optimierung des Betriebs mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu unseren Videos oder Artikeln. Fangen wir also an. Für die Installation von Windows 11 sind 64 GB oder mehr verfügbaren Speicherplatz erforderlich. Für das Herunterladen von Updates und die Ausführung bestimmter Funktionen kann zusätzlicher Speicherplatz erforderlich sein. Auf dem Kanal gibt es ein Video, das zeigt, wie man Windows von Grund auf installiert. Ein trivialer Fehler ist nicht genügend Speicherplatz. Windows 11 benötigt mindestens 64 GB oder mehr. Wenn Sie also versuchen, das System auf einer kleineren Partition zu installieren, werden Sie einen Fehler erhalten. Wir starten also die Installation des Betriebssystems und als wir versuchten, den Datenträger anzugeben, auf den Windows installiert werden sollte, erhielten wir eine Fehlermeldung. Wir können während der Windows-Installation keine neue Partition erstellen oder eine vorhandene Partition finden. Der Grund dafür, dass es nicht gelingt, eine neue Partition zu erstellen, ist, dass die Partitionsstruktur, die Sie bereits auf Ihrer Festplatte oder CDs haben, Sie daran hindert, die notwendigen Systempartitionen zu erstellen. Dies geschieht, wenn dort zuvor ein Betriebssystem installiert war. Es markiert Sie als Primär wiederherstellen und MCR. Um diesen Fehler zu beheben, entfernen Sie zunächst alle Geräte von den USB-Anschlüssen und wiederholen Sie die Installation. Versuchen Sie auch, den USB-Stick zu entfernen. Wenn der Fehler auftritt, stecken Sie ihn dann wieder ein und klicken Sie auf Aktualisieren. Wenn dies nicht funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus. Beachten Sie jedoch, dass bei dieser Methode alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht werden. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine beliebige Partition auf der Festplatte und drücken Sie auf Löschen. Es ist jedoch besser, alle Partitionen von Platte 0 zu löschen. Es wird Sie darauf hinweisen, dass diese Partition wichtige Dateien oder Anwendungen erhalten könnte. Klicken Sie auf OK. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den nicht zugewiesenen Speicherplatz und klicken Sie auf Weiter. Die Windows-Installation wird gestartet. Alternativ dazu gibt es eine zweite Möglichkeit, bei der das Betriebssystem auf einem Laufwerk installiert wird, das zuvor für die Datenspeicherung vorgesehen war. Das heißt, wir müssen die Partition verkleinern, um Platz für Systempartitionen zu schaffen. Rufen Sie in diesem Fall das Installationsmenü auf. Drücken Sie im Installationsmenü und schalten plus F10. Geben Sie in der Befehlszeile Diskpert ein, Enter. Schreiben Sie die Befehl List Volume. Wählen Sie als nächstes
Select Volume aus und geben Sie unseren Volume an. Danach geben wir den Befehl Async Designed ein. Wenn Sie die Befehlzeile verlassen, geben Sie den Befehl Exit ein. Schließen Sie die Befehlzeile, klicken Sie im Partitionsauswahlfenster auf Aktualisieren. Geben Sie eine Partition an, dann Weiter. Die Installation des Betriebssystems wird vorgesetzt und die Systempartitionen werden auf dem ungenutzten Speicherplatz erstellt. Fehler: Windows kann auf diesem Laufwerk nicht installiert werden, da das aufgewählte Laufwerk einen GPL-Partitionsstil hat. In den meisten Fällen wird der Fehler durch Hardware-Inkompatibilität verursacht. Eine Voraussetzung für die Installation von Windows 11 ist, dass Ihr PC im UEFI-Modus gebootet werden muss. Bei früheren Versionen des Betriebssystems war dies nicht der Fall. MBR ist ein älterer Stil, der einige Einschränkungen ausweist, nicht mehr als 4 primäre Partitionen, maximale Festplattengröße von 2 TB und nur für Situationen geeignet ist, in denen Sie die Kompatibilität mit älteren 32-Bit-Betriebssystemen aufrecht erhalten wollen. GPT ist ein neuer Partitionstyp, der diese Einschränkungen aufhebt. Um diesen Fehler zu beheben, müssen wir den Legacy-Modus auf UEFI umstellen. Was Sie tun müssen: Schalten Sie das System ab. Wenn Ihr PC eingeschaltet ist, drücken Sie F2 oder Löschen, um das BIOS zu starten. Die Tasten zum Abrufen des BIOS und die Menüpunkte im BIOS können sich jedoch unterscheiden. Gehen Sie auf die Registerkarte Boot, wählen Sie die Option Boot-Modus und drücken Sie die Eingabetaste. Und ändern Sie die Werte von Legacy Support auf UEFI. Drücken Sie dann die F10-Taste, um zu speichern und das BIOS zu verlassen. Der Wechsel von Legacy zu UEFI erfordert möglicherweise eine Änderung der Partitionierung der Festplatte von MBR zu GPT. In diesem Fall müssen wir das tun. Drücken Sie während der Installationsphase Umschalt plus F10, geben Sie dann die Spart in die Befehlzeile ein und drücken Sie die Eingabetaste. Klicken Sie dann auf Datenträger auflisten, Listdisk. Geben Sie das benötigte Laufwerk an, führen Sie dazu den Befehl Datenträger auswählen, Select Disk und die Nummer Ihres Datenträgers aus. Danach geben Sie den Befehl Clean ein, der das Laufwerk vollständig löscht. Als nächstes konvertieren wir unsere Festplatte mit Convert GPT. Klicken Sie dann auf Beendet. Sie können nun mit der Installation des Betriebssystems fortfahren. Es kann vorkommen, dass das System die Fehlermeldung Windows kann erforderliche Dateien nicht installieren mit dem Fehlercode ausgibt. Um es zu beheben, trennen Sie alle fremden Medien wie USB-Sticks oder externe Laufwerke. Vergewissen Sie sich, dass das Laufwerk, auf dem Sie das Betriebssystem installieren wollen, über ausreichend Speicherplatz verfügt. Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, weist das Installationsprogramm des Betriebssystems auf dieses Problem hin. Sie müssen die Partition formatieren, um das Problem zu lösen, oder besser noch alle Partitionen löschen, wodurch alle Daten gelöscht werden. Lassen Sie uns einfach mit der Installation weitermachen. Wir werden dies jedoch über die Befehlzeile tun. Gehen Sie einen Schritt zurück und drücken Sie Schritt F10. Geben Sie den Befehl Diskbot ein. Geben Sie als nächstes Listdisk ein, um die Nummer der Festplatte zu ermitteln. Geben Sie dann Laufwerk auswählen, Select Disk und die Nummer unseres Laufwerks ein. Dann geben Sie Clean ein. Geben Sie zur Installation und klicken Sie auf Weiter. Danach sollte die Installation normal verlaufen. Manchmal kann dieser Fehler auf das Betriebssystem Image zurückzuführen sein. Laden Sie daher das Systemabbild nur von der offiziellen Microsoft-Website herunter. Alternativ dazu können Sie versuchen, das Image auf ein anderes Flash-Laufwerk zu schreiben. Wenn dieser Fehler auftritt, wenn Sie ein bootfertiges Flash-Laufwerk anschließen, können Sie versuchen, den USB-Anschluss von USB 2.0 auf 3.0 oder umgekehrt zu ändern. Was aber, wenn Sie feststellen, dass Windows das Laufwerk während der Installation nicht finden kann? Dieses Problem tritt in der Regel bei neueren Generationen von Intel-Prozessoren auf. Um dies zu umgeben, müssen Sie einen Intel Rapid Storage Technologie Treiber installieren,
was wir während der Installation des Betriebssystems tun werden. Laden Sie den Treiber für unser Modell herunter. Ich werde alle Links in der Beschreibung hinterlassen. Nach dem Herunterladen müssen wir unsere Treiber auf unser Installations-Flash-Laufwerk entpacken. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, entpacken Sie dann alles und klicken Sie auf Auswerfen. Kopieren Sie dann unsere Ordner auf den Installationsstick. Im Windows-Installationsmenü, insbesondere in dem Abschnitt, in dem wir den Pfad auswählen müssen, in dem wir das Betriebssystem installieren wollen. Klicken Sie auf die Funktion Treiber laden. OK. Klicken Sie noch einmal auf OK. Wählen Sie dann Übersicht und suchen Sie unseren Ordner. Geben Sie hier Intel RCT VMAT an und klicken Sie auf OK. Sobald die Treiberinstallation abgeschlossen ist, werden die Laufwerke korrekt angezeigt. Wenn diese Methode das Problem nicht löst, können Sie das Intel Volume Management Device deaktivieren. Es ist wichtig zu wissen, dass die Deaktivierung der VMAT-Technologie dazu führt, dass unser Computer nicht in der Lage ist, einen RAID-Verbund zu verwenden. Um die VMAT-Funktion zu deaktivieren, müssen Sie in das BIOS gehen. Meistens wird die F2-Taste verwendet, um bei eingeschalteten Laptops in BIOS zu gelangen. Drücken Sie im BIOS die Taste F7 oder klicken Sie auf die Registerkarte Erwartete Modus. Wählen Sie im Menü Advanced den Punkt VMAT Setup Menü. Stellen Sie im Punkt Enable VMAT Controller die Display-Werte ein. Klicken Sie auf OK, speichern Sie die Konfiguration und beenden Sie das Setup, indem Sie F10 drücken und auf O klicken. Wir können dann mit der Installation fortfahren. Dies sind die häufigsten Fehler bei der Installation von Windows 11. Theoretisch ist es auch möglich, dass andere Abweichungen mit der Hardware oder dem Zustand eines bestimmten Computers zusammenhängen. Wenn Sie eine solche Erfahrung gemacht haben, lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal und unseren Telegram zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter den Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.